so ungewollt. Auf dem Floor hat sie dann plötzlich rumgebrüllt. Alkohol war nie ihr Ding, doch der Wodka war schon drin. Plötzlich fing es an, sich zu drehen. Und sie konnte nicht mehr stehen. Ihre Freunde waren der Grund, sie wollte einfach dazugehören. Keiner verbot ihr den Mund, sie wollte auf die Freundschaft schwören. Die Sucht kam immer näher und sie wurde zum Problem. Der Alk wurde immer mehr, niemand konnte es verstehen. An die 17 Jahre alt, grad aus der Vollzugsanstalt. Party machen, saufen, gehen, nur nicht denken und verstehen. Nach der Schule, Stress ist da, Mama sagt, komm mal klar. Snapback auf, scheiß mal drauf und er sagt, ich lauf. Bei den Jungs eine kommt, Flasche auf, Kippe an, trinkt ihr ein und denkt nicht dran. Sie trinken immer mehr und werden schnell betrunken. Sie ziehen durch die Straßen und brüllen um sich her. Ein Mann kommt um die Ecke und sagt, jetzt seid mal ruhig. Sie treten ihr zu Boden und schlagen auf ihn ein. Plötzlich kommen die Bullen und packen Andy ein. Vor dem Richter heult er rum, es tut ihm doch so leid. Er wollte ihn nicht töten, doch der Anwalt saß nicht ein. Das Urteil fiel schon bald. Ab in die Vollzugsanstalt. Stalt, Stalt, Stalt. Warum nur so heftig und warum nur so viel? Musst du immer saufen, was ist denn dein Ziel? Sinnlos betrinken und ständig provozieren. Warum kommst du nicht zur Ruhe? Warum muss der Alk regieren? Augen auf, Dose Bier, geile Leute alle hier. Zweite auf, Sonne knallt, Freunde dicht, geile Zeit. Nächste Dose Flüssignahrung, weiter kippen, keine Ahnung. Magenflau, Bier hinein, Dosenfraß, passt nicht rein. Alles dreht sich und mein Kopf, der knallt. Sonne ist weg und mir wird kalt. Band ist aus, doch weiter geht's. Ab zum Zelt, doch wo steht's? Hä, wo ist das verschissene Zelt hin? Was ist hier los, hä? Augen auf, wo bin ich hier? Falsche Leute, nix bei mir. Stehe auf, Sonne knallt, Freunde weg, Scheißzeit. Hose hoch, Schuhe rein, Fass am Heulen, ich muss schreien. Warum nur so heftig und warum nur so viel? Musst du immer sagen. Einfach ohne zu fragen. Mama sagte einfach zu oft Nein zu ihr. Auf der Feier trank sie dann das erste Bier. Ohne zu wissen, was genau geschieht, ist es ihre Schüchternheit, die einfach verflieht. Hemmungslos fing sie mit dem Trinken an. Sie merkte, es machte ihr sehr viel Fun. Ihre Freunde wollten immer mehr und Maya machte einfach keine Care. Nach Stunden merkte sie, sie kann nicht mehr. Stieg in ihr Auto, was war mit dem Verkehr? Sie dachte nicht daran und gab einfach Gas. Plötzlich war alles einfach voller Glas. Maya sah die Kurve nicht und fuhr vor dem Baum. Es war alles wie in einem schlimmen Traum. Sie fühlte sich gerade so vogelfrei. Und nun war ihr Leben komplett vorbei. Warum nur so heftig und warum nur so viel? Musst du immer saufen, was ist denn dein Ziel? Sinnlos betrinken und ständig provozieren. Warum kommst du nicht zur Ruhe? Warum muss der Alk regieren? Warum nur so heftig und warum nur so viel? Musst du immer saufen, was ist denn dein Ziel? Sinnlos betrinken und ständig provozieren. Warum kommst du nicht zur Ruhe? Warum muss der Alk regieren? Warum nur so heftig und warum nur so viel? Musst du immer saufen, was ist denn dein Ziel? Sinnlos betrinken und ständig provozieren. Warum kommst du nicht zur Ruhe? Warum muss der Alk regieren?